Die können nicht mehr erwarten, den ganzen Tag den Mund so aufzureißen. Mein Kiefer tut so weh und mein Hals ist schon ganz trocken. Viel besser. Ich rufe jetzt da an und beschwer mich. Hallo? Ja, hallo, ich bin's. Wer? Na, ich, der Schrei. Hast du mich etwa nicht eingespeichert? Pff, was sollen die Leute denken, wenn man sieht, dass mich der Schrei anruft? Gutes Argument. Naja, jedenfalls wollte ich mich beschweren. Nicht schon wieder. Guck mal, die Panikattacke war 1892. Wieso muss ich immer noch schreien? Mein Kiefer tut unnormal weh und mir geht der Energy-Vorrat aus. Na komm, Energy kann ich dir nachkaufen, aber die Panikattacke ist wichtig. Ohne sie wärst du gar nicht entstanden. Aber Panikattacken sind voll unlustig. Außerdem hatte ich schon mega lange keine mehr, ja? Ich bin nicht mehr so schreckhaft wie früher. Ach ja, wenn ich mich recht erinnere, war die letzte erst vor einem Monat. Ja, ist ja auch kein Wunder. Diese Menschen sind mir viel zu nahe gekommen. Ich will mich da nicht anstecken, aber du verbietest mir ja eine Maske zu tragen. Ach nee, sonst sieht man deinen offenen Mund auch gar nicht. Pff, besser als Corona zu kriegen. Naja, jedenfalls habe ich nicht immer so viel Angst wie damals, das kannst du mir glauben. Und wenn ich dir sage, dass du vielleicht bald geimpft wirst? Geimpft? Netter Versuch, aber von Nadeln habe ich keine Angst. Aber wir brauchen dein Geschrei. Ich will aber nicht. Ich weigere mich einfach. Ja genau, ich streike. Ach komm schon, wir finden bestimmt einen Kompromiss. Ja, das hoffe ich doch. Das ist ja der Sinn des Streikens. Ja, wie wär's damit? Wir... Warte kurz, hier kommt eine Durchsage. Guten Tag, hier spricht Karin Hinsbo, die Museumsdirektorin der norwegischen Nationalgalerie Oslo. Ich habe zu verkünden, dass wir bald einen neuen Zuwachs erwarten. Das Bild Das kranke Kind von Edvard Munch wird bald in der Abteilung für Mundgemälde ausgestellt. Bitte nehmt das Bild seiner kranken Schwester herzlich in Empfang. Meine Schwester?